tatsächlich, dass die Menschen da draußen nicht unbedingt typische AfD-Wähler sind und damit Rechte, so wie man es ganz gern vereinfacht. Ich glaube, dass in den Menschen schon linke Vorstellungen vorherrschen, wie sie sich ihr Leben zurechtmachen wollen, was den Arbeitsmarkt betrifft, was die Perspektiven betrifft. Das muss man ihnen schmackhaft machen. Und dazu soll das Buch ein Beitrag sein, um sich von diesen Linken, die sich nur fundamentalistisch begreifen und mit Moralkeulen argumentieren und auch Leute, die nicht ihrer Ansicht sind, diffamieren, davon muss man sich schon lossagen. Ich glaube, die Linke müsste ihr Aufgabenspektrum reduzieren. Weniger Toleranz- und Identitätsthemen, sich vielmehr auf die soziale Frage besinnen, auf die Verteilungsfrage letztlich, weil das, glaube ich, heute das, ja, die zentrale Frage unserer Gesellschaft ist. Also ganz salopp formuliert würde ich sagen, weil es der Linken nicht gelingt. Ich glaube, so einfach kann man es wirklich sagen. Der Linken ist es über Jahre jetzt nicht gelungen, diese Themen zu besetzen. Der eine Teil der Linken hat sich verabschiedet in den Neoliberalismus, da meine ich natürlich dann die SPD und die Grünen, die es ja auch noch irgendwie gibt. Der andere Teil hat sich schon auch irgendwo in einen intellektuellen Wolkenkuckucksheim verstrickt. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Linkspartei, sondern diese Splittergruppen, die es da alle gibt, Maoisten, Marxisten, Antifa natürlich, die Antideutschen und die Leute, die halt eben auch in dem Buch teilweise auftreten. Das kann man ja dann da noch nachlesen, wer da gemeint ist. Die haben sich natürlich in einem intellektuellen Schlagabtausch verstrickt und sind so lebensfremd und weltfremd, dass kein Mensch also da auf die Idee kommen würde, diesen Leuten ein politisches Vertrauen zuzusprechen. Das würde ich also auch selbst als Linker würde ich das als völlig fahrlässig halten, solche Gruppen irgendwie eine politische Verantwortung zu geben. Ja, vielleicht. Die Frage ist natürlich immer, Populismus ist ja eine Vereinfachung der Dinge. Jetzt hat der Rechte da natürlich einen ganz anderen Bezug dazu, weil der Rechte sowieso vereinfacht in seinem Weltbild ist schwarz und weiß. Linkes Weltbild ist, ja, natürlich, also in diesen fundamentalistischen Gruppen ist es ja tatsächlich so, dass es da auch schwarz und weiß gibt. Aber der normale Blick auf die Dinge ist ja doch so, dass wir schwarz und weiß nicht haben. Und da wird es dann schon schwierig mit populistischen Strategien. Aber die Menschen auf das Wesentliche hinführen, ja, das glaube ich schon. Wenn man Populismus so definieren möchte, dann ja, man müsste sich schon ein bisschen abschauen. Freud sprach mal vom Narzissmus der kleinen Differenzen. So hat er das mal formuliert. Ich habe das beim Ausfeld übrigens gelesen, daher erkenne ich dieses Zitat. Ja, ich glaube, da muss man aufhören. Man muss einfach den größten gemeinsamen Nenner finden, nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, diese verschiedenen linken Gruppen, die es da gibt. Und der größte gemeinsame Nenner ist eben die soziale Frage.